Warum es ohne sichere Zinsen nur noch Prämien für eingegangene Risiken gibt, wie Sie durch die Verbindung Ihrer persönlichen Vermögensstruktur mit dem Kapitalmarktumfeld Ihr Anlegerverhalten verbessern können und welche Erwartungen Anleger insgesamt an die Kapitalmärkte haben sollten, das möchte ich in diesem Video erläutern. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass wir nach rund 40 Jahren einen spektakulären Zins- und Renditeverfall gesehen haben. Der sichere Zins ist tot und dementsprechend halten Sie bei jeder Art der Kapitalanlage bitte dieses Schaubild im Hinterkopf. Das zeigt vereinfacht gesprochen, dass Sie den sicheren Zins haben, das sogenannte Tagesgeldkonto, hier natürlich immer zu berücksichtigen, der Mechanismus der Einlagensicherung. Wenn Sie sich aus dieser Einlagensicherung herausbewegen und Sie kaufen Staatsanleihen, dann haben Sie typischerweise einen kleinen Renditeaufschlag, aktuell sogar einen Renditemalus, wenn Sie besonders sichere Staatsanleihen erwerben. Das zeigt auch, wie skeptisch der Kapitalmarkt ist, was die weitere Zukunft angeht. Wenn Sie Ihr Geld nicht dem Staat leihen, sondern einem Unternehmen, dann bekommen Sie eine Prämie für das übernommene Bonitätsrisiko dieses Unternehmens. Und wenn Sie sich dann nicht nur als Fremdkapitalgeber beteiligen, der vorrangig aus den Erträgen des Unternehmens gespeist wird, dann sind Sie eben Aktionär. Und wenn der Aktionär sagt, ich möchte mein Risiko nicht diversifizieren, sondern meine Arbeitskraft, mein Kreditvolumen und weitere Aspekte in einem eigenen Unternehmen bündeln, dann haben Sie eben die Summe aller Risikoprämien, das Ganze auf Kredit finanziert, und das erklärt auch, warum die meisten Vermögen eben nicht über Kapitalanlagen kurzfristig entstehen, sondern über die unternehmerische Tätigkeit. Im aktuellen Umfeld müssen wir also feststellen, dass der sichere Zins tot ist. Dementsprechend sind auch die Risikoprämien insgesamt auf nomineller Basis natürlich geringer. Das heißt, die Risikoaufschläge sind vielleicht gar nicht so viel niedriger als in der Vergangenheit, aber dadurch, dass sie eben nicht mehr auf einen sicheren Zins von 2, 3, 4% hinauf addiert werden können, ist das Gesamtvolumen in der Addition eben niedriger. Wenn wir uns dementsprechend an den Kapitalmärkten umsehen und die relevanten Vermögensklassen betrachten, dann stellen wir fest, dass der Aktienmarkt in seinen vielfältigen Spielarten, also verschiedenen Branchen, Regionen, Sektoren und auch Faktorprämien, wahrscheinlich der Markt sein wird, der im Wesentlichen dafür zuständig sein wird, noch Renditen zu generieren. Und dementsprechend ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, sich klar zu machen, dass die Rendite, die Sie langfristig im Durchschnitt, also über einen Zeitraum realisieren können, das ist die Prämie dafür, dass Sie den Schmerz zum Zeitpunkt, also in den typischerweise regelmäßig findenden Rückgängen am Aktienmarkt und natürlich auch den Kapitalmarktkrisen, den Sie aushalten müssen. Also Schmerzen zu verschiedenen Zeitpunkten sind der Preis für die Prämie über den Zeitraum. Und ich habe Ihnen hier mal für ein exemplarisches Portfolio, das zu 70% aus Aktien besteht, hälftig verteilt auf globale Aktien und europäische Aktien, 10% physisches Gold und 20% Euro Cash. Und ich habe Ihnen hier mal mitgebracht die langfristige Rendite. Sie sehen es, 7% im Schnitt pro Jahr war die Rendite, also die Vergütung über diesen Zeitraum. Aber Sie sehen auch, in einem Zeitraum sehr langfristig betrachtet, von 1970 bis August 2020, sehen Sie, oh, das schlechteste Jahresergebnis, das waren mal eben 30% mit dieser Strategie, also eben der Schmerz zum Zeitpunkt. Und dieser Schmerz konnte auch durchaus mal länger anhalten. Die annualisierte 3-Jahres-Rendite, die waren 15% pro Jahr minus, eben vom April 2000 bis März 2003. Also, diese Relation sollte man sich immer anschauen für seine gewählte Vermögensstruktur, nicht nur bezogen auf die liquiden Vermögenswerte, sondern auch für Gelder, die Sie beispielsweise in kapitalgebundenen Versicherungen, in vorgebundenen Versicherungsprodukten, Riester, Vermögensverwaltung und allem betrachten. Am Ende des Tages ist ja die Gesamtstruktur Ihrer Vermögensanlagen relevant. Die Frage ist natürlich nun, hat die Vermögensstruktur einen Selbstzweck oder dient sie der Erfüllung meiner Lebensziele? Was sind die Anforderungen an meine Vermögenswerte? Ist es die Finanzierung des Ruhestandes? Möchte ich den Ruhestand vorfinanzieren? Ist es für Unternehmer gesprochen die Erbschaftssteuerspardose? Und für all die Personen gilt, unabhängig vom konkreten Ziel, dass sich eine Vorgehensweise als sehr vernünftig etabliert hat, die ich Ihnen nun vorstellen möchte. Das ist ein Beispielfall, also bitte nicht als Empfehlung nehmen, und auch die gezeigten Renditen sind natürlich nur für Schulungszwecke hier verwendet. Aber wir sehen Folgendes. Wir sehen, unser Kunde, der hat hier entsprechend auch eine Ferienwohnung in München. Sie sehen auch eine Ferienwohnung in der Schweiz, eine Eigentumswohnung in München. Wir haben eine Eigentumswohnung in Berlin, wir haben Versicherungen, wir haben entsprechend Wertpapiere, Investmentfonds, Gold.
Und Sie sehen, was hier im Endeffekt passiert. Wir schauen uns beispielsweise an, naja gut, diese beispielhafte Versicherung, da sind 55.000 Euro investiert. Rund 10% davon seien hier exemplarisch. Wie gesagt, ist nur ein Beispiel, in Aktien investiert. Also 10% sind 5.477 Euro. Von unseren Aktien im DAX sind natürlich 100% im Aktienmarkt. Und so sehen Sie, dass unser Anleger über eine Vermögensstruktur mit 1,1 Millionen verfügt. Die durchgerechnete Aktienquote, gewichtet sehen Sie, sind hier 98.900 oder 800. Und das ist natürlich 9%. Und wenn wir nun unterstellen, dass diese 9% eine nominelle Renditeerwartung von 6% hätten, dann haben Sie einen Ergebnisbeitrag auf alles von 5,4%. Das gleiche machen wir mit den Renten. Sie sehen festverzinsliche Wertpapiere sehr stark in Versicherungen vertreten. Auch wie gesagt, denken Sie nur dran, das sind Beispielzahlen. Dann sehen Sie hier aufaddiert 207.000 Euro in Versicherungen. Das sind 19% des Gesamtvermögens. Die Renditeerwartung hier 2% ist ein Ergebnisbeitrag von 0,28. Wenn Sie das eben durchdeklinieren für die gesamte Vermögensstruktur, dann stellen Sie fest, die erwartete Gesamtrendite vor Steuern in diesem Beispiel, die wäre hier 3%. Und dementsprechend, das glaube ich, ein wichtiges Thema, sich auszurechnen, welche Renditeerfordernisse habe ich an meiner Vermögensstruktur, wie sieht meine zerlegte Vermögensstruktur nach Teilen aus. Wenn ich jetzt nun Renditeschätzungen auf diese Teilmengen anwende und diese aufaddiere, kommt dann ein Wert heraus, der hoch genug ist, um rechnerisch meine entsprechenden Ansprüche erfüllen zu können. Oder ist vielleicht der Wert so niedrig, dass man sagen muss, ich kann meine Lebensziele nicht erfüllen. Dann muss ich eben am Beispiel der Rente vielleicht länger arbeiten, den Vorruhestand verschieben. Oder in anderen Fällen muss ich vielleicht die Vermögensübertragung an die Kinder geringer ausfallen lassen oder auch gar ganz streichen. Also, Sie sehen schon hier, das ist ein sehr guter Weg, um das unsichere Kapitalmarktumfeld, wo man doch Aktienmarktbewegungen auf Sicht von 1-2 Wochen betrachtet, in einen langfristigen Kontext zu setzen, weil Ihre Vermögensstruktur, Ihre Lebensplanung, die ist ja finanziell gesehen typischerweise nicht auf Basis von 2 Wochen, sondern auf Basis mehrerer Jahre, typischerweise mehrere Jahrzehnte, und dementsprechend sollte auch die Struktur Ihres Vermögens das reflektieren, eben die Anforderungen, die Sie über Jahrzehnte haben und nicht Anforderungen, die im Wochentakt wechseln, je nachdem, wie die Kapitalmärkte sich momentan entwickeln. Deswegen auch aktuell hier mal ein Beispiel dazu, wo man sich versucht, die Risikoaversion von Investoren anzuschauen, abgeleitet aus Kapitalmarktpreisen. Da sehen Sie das typische Bild. Anfang 2020 die Risikoaversion sehr niedrig, dann die Aversion sehr hoch im Rahmen der Corona-Pandemie. Effekte aktuell wieder im Niemandsland. Und daher denken Sie immer daran, wenn Sie Marktbewegungen beurteilen, wenn Sie Einschätzungen treffen zu den Fallzahlen, zu den Maßnahmen der Politik, zu dem, was die Notenbank tut, dann treffen Sie das immer in Relation zu Ihrer Vermögensstruktur, zu den Auswirkungen auf Ihre komplette Vermögensanlage und überlegen dann, macht es jetzt Sinn, auf Basis dieser Erwartungen sich zu positionieren oder macht es nicht Sinn, auf der strategischen Quote zu bleiben und vielleicht lediglich taktische Anpassungen vorzunehmen, um Konzentrationsrisiken, wie wir sie beispielsweise momentan in Indizes sehen, beispielsweise am US-Aktienmarkt, was das Thema Technologie angeht, oder vielleicht auch Themen, wo sie abgehängte Industrien haben, wie zum Teil in Europa, das entsprechend umzubauen. Aber wie gesagt, das doch deutlich granularer als heute groß euphorisch zu sein und morgen sehr pessimistisch. Also Ausgangspunkt für die Überlegung, welche finanziellen Entscheidungen Sie treffen, das sollte die Vermögensstruktur sein, beispielsweise eben in der Methodik dargelegt. Ein anderes Thema ist das Thema Inflationsangst, Inflationserwartungen. Auch die habe ich Ihnen hier mal mitgebracht, abgeleitet aus sogenannten Swaps. Das sind eben Tauschgeschäfte und Sie sehen schon, das Ganze für die 2-jährigen Laufzeiten, hier für die 5-jährigen Laufzeiten, dass die Inflation sich, die Erwartungen sich wieder erholt haben nach diesem Corona-Schock, also im Einklang quasi mit den besseren Wirtschaftsdaten, das Ganze sich aber jetzt wieder nach unten bewegt. Und nun ist die Frage, was mache ich mit diesen Informationen? Kommt die große Inflation, kommt sie nicht? Vielleicht auch eher in den USA als in der Eurozone. Und auch hier wiederum die Antwort, die finden Sie in Ihrer privaten Vermögensstruktur, ganz banal, nachdem wir das eben im Detail betrachtet haben, hier nochmal oberflächlich die Vermögensstruktur aufgebröselt nach Vermögensklassen. Wir sehen hier die Immobilien, wir sehen im Endeffekt den Unternehmensanteil, wir sehen die Aktien, das sind eben typischerweise Sachwerte.
die können von Inflation auch profitieren, haben zumindest rechnerisch die Möglichkeit, die Inflationsrate zu schlagen. Geldwerte in vielen Fällen, sofern es sich nicht um inflationsgebundene Anleihen handelt, typischerweise, werden nicht in der Lage sein, die Inflation aufzufangen. Also auch hier wieder eine gute Möglichkeit, um aus einer Inflationsangst, aus einer Unsicherheit bezüglich des Ausblicks, was die Geldentwertung entsprechend hier in Effekten generieren wird, die Zurückziehung auf die persönliche Situation, auf die persönliche Vermögensstruktur, um dann zu schauen, ist die Verteilung meiner Vermögenswerte geeignet, einer steigenden Inflationsrate entsprechend zu trotzen, oder bin ich vielleicht so einseitig aufgestellt, dass ich diese Möglichkeit nicht habe? Und dann gilt es natürlich, die Frage zu stellen, was muss ich ändern, um meinen veränderten Ertragserwartungen, meinen veränderten Inflationserwartungen, insgesamt vielleicht auch mehr veränderten Perspektive im heutigen politischen und geldpolitischen Umfeld Rechnung zu tragen. Denken Sie dabei dran, da tun Sie das Ganze nicht nur für Ihre Vermögenswerte, die Sie im Depot sehen. Ihre Edelmetalle im Schließfach gehören genauso dazu wie die Guthaben in Ihren betrieblichen und privaten Versicherungen. Genauso wie Immobilien und Unternehmensbeteiligung gilt es hier wirklich den kompletten Blick auf das Vermögen zu haben. Und dann haben Sie auf jeden Fall genug zu tun, ohne sich den ganzen Tag Gedanken über den Punktestand des deutschen Aktienindex zu machen. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Ich hoffe, es waren einige Anregungen dabei. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.